Herzlich willkommen bei Film Archäologie. Mein Name ist Marius Meyer und wir reden heute über 2LDK oder 2LDK. Und wir fangen mal ein bisschen anders an. Im Jahr 2002 forderte der Produzent Shinya Kawai The Ring in einer alkoholerfüllten Nacht in Berlin die Regisseure Ryuhei Kitamura, kennt man noch Sachen wie Twin Snakes, hat Azumi gedreht und Midnight Meat Train, und Yukihiko Tsutsumi zu einem Duell im Filmemachen heraus, mit einer Reihe von speziellen Regeln. Erste Regel: die Dauer der Filme sollte 60 Minuten betragen, plus minus 10 Minuten. Der Film konnte nicht mit einem R-Rating, versehen werden. Die gesamte Geschichte sollte an einem einzigen Set gedreht werden. Es durfte nicht mehr als zwei Darsteller haben. Und man sollte verschiedene Protagonisten, die öfter auftreten, das andere benutzen. Der Film sollte in einer Woche fertiggestellt werden, mit einem wirklich winzigen Budget. Und mindestens einer der Charaktere sollte sterben. So, und dieses Projekt bekam den Titel Dual Project, und daraus sind die Filme Aragami und 2LDK entstanden. Und dann wurde bei einer Vorführung auch entschieden, okay, welcher Film ist besser, welcher gefällt mir. Und das ist ja erstmal eine interessante Art, Filme machen mit einem Regelkorsett, um es mal so auszudrücken. Ich bin auch nicht über den Film gestolpert, weil ich so viel von Yukihiko Tsutsumi kenne, sondern einfach, weil ich den auf dem Flohmarkt für 50 Cent mitgenommen habe und das Cover war cool. Ich dachte, okay, hinten drauf stand der ultimative Zickenkrieg und stirbt Bitch, und dachte, okay, worum geht's? Kampf zwischen zwei Frauen, aha, im Jahr 2003, was soll das? Und ja, das ist, also man könnte es eigentlich so sagen, es ist eine Wohngemeinschaft von zwei Schauspielerinnen, die beide um dieselbe Rolle sich beworben haben beim Casting. Im Film Yakuza Wives, oder wie die deutsche Synchro so gerne sagt, Yakuza Weiber. Das ist schon eine schöne Übersetzung. Und es geht jetzt darum, dass unsere zwei Protagonisten, ich sage auch extra zwei Protagonisten, weil es keinen echten Antagonisten für den Zuschauer gibt. Und wir sehen halt, wie diese zwei Frauen, Nozomi und Lana, dort zusammenleben. Ich könnte euch jetzt was zu den Schauspielerinnen erzählen, aber ich bin so ehrlich, ich kannte die beide nicht. Ich habe so ein, zwei Filme, habe ich davon gehört, wo drin die waren. Ich möchte die schauspielerische Leistung aber von beiden erstmal mit sehr gut bewerten. Und ich möchte mich auf einen anderen Aspekt konzentrieren, weil der Film beginnt damit, dass eine der beiden, später erfahren wir, Nozomi ist es, in diese Wohnung eintritt, sich fertig macht und während sie gerade nach Hause kommen, an ihrem kleinen Tisch im Wohnzimmer sitzt, sieht sie, oh, da sind ja Haare auf dem Teppich, igitt. Da merkt man schon, aha, offenbar gibt es in dieser Wohnzweckgemeinschaft einige Spannungen. Man merkt direkt, okay, es gibt, also es ist nicht harmonisch. Und dann tritt die zweite Figur so nach 5 Minuten auf Lana und man sieht schon, okay, die Figur ist auch ganz anders gekleidet, sie gibt sich ganz anders. Während Nozomi halt eine, wir nennen das im Deutschen immer, eine graue Maus ist, zurückhaltend gekleidet. Ich würde sie auch, ja, also traditionell japanisch klingt vielleicht ein bisschen Stereotyp, aber so, sie hat schwarze Haare, sie ist sehr hoch zugeknöpft gekleidet, sehr schlapprige Klamotten können wir es gerne mal nennen an vielen Stellen. Und Lana, die eintritt, das Erste, was in dem Moment nämlich eingeführt wird, ist, dass die beiden Charaktere auch eigene Gedanken äußern, die aber im Voice-Over einfach drüber gesprochen werden. Und Nozomi beginnt direkt Lanas teures Designer-Outfit mit Preisen auszustatten, wo wir direkt merken, okay, offensichtlich besteht ein Unterschied auf verschiedenen Ebenen, auch ein ökonomischer Unterschied einfach
vom Geld, was sie halten. Und wir verstehen aber noch gar nicht so viel von den Figuren. Und jetzt sehen wir, wie die beiden zusammen zu Abend essen und sich unterhalten. Und immer wieder, wenn einer eine Antwort gibt, setzt der Film hinterher noch einen Gedanken, der das vervollständigt, aber auch der eigentlichen Aussage nochmal Kontra gibt. Also zum Beispiel fragt dann Lana Nozomi, ja, wie war denn das bei dir auf der Schule und wo kommst du nochmal her, und denkt im Kopf, wer interessiert mich eh nicht. Und das macht es ganz interessant, weil wir wissen, es gibt zwei Figuren. Wir haben eine Wohnung, die nicht sehr viel Raum bietet. Man hat auf einer Seite Lanas Zimmer, auf der anderen Seite Nozomis Zimmer. Man hat in der Mitte diesen Wohnraum. Man hat, wie gesagt, die Küche und das Bad. Und die nächsten 30 Minuten, vielleicht 25 Minuten des Films, geht es eigentlich nur darum, dass wir die Charaktereigenschaften der beiden Figuren verstehen. Und dass sie sich immer ein wenig aneinander reiben. Es wirkt nie unnatürlich, aber so ein bisschen, man merkt, es kommt eine, wie soll man es nennen, es kommt Spannung auf zwischen den beiden. So, dann nur Somi, die halt eher zurückhaltend ist, unterhält sich dann einfach mit Lana über, möchte mit ihr über Schauspiel und die Schauspielkarriere reden und bezieht sich dann auf Theaterschauspieler. Und was aber von Lana gleich abgewatscht wird, weil, nein, es geht nur um den Film. Wer etwas lernen will, der muss zum Film gehen. Und dann haben wir noch einen weiteren Reibungspunkt, nämlich, dass es einen Jungen in dieser Castingagentur gibt, den Nozomi, die Schüchterne, interessant findet. Und jetzt haben wir natürlich ein weiteres großes Element, was immer wieder hin und her geschoben werden kann, damit Spannung zwischen den beiden entsteht. Das finde ich nämlich interessant. Der Film sagt, ich gebe euch die zwei Figuren, die wirklich komplett, also sie unterscheiden sich auf jeder Ebene. Nozomi zurückhaltend, kunstaffin, wertet andere ein bisschen ab, ist sehr verschlossen, eine graue Maus, steht aber stark unter Druck durch die Familie, die immer aus der Heimat anruft und fragt, wann sie denn jetzt einen Ehemann findet, wann sie denn jetzt einen großen Erfolg hat, wann das denn jetzt mal vorangeht, die auch eher einen konservativeren Eindruck macht, die eher ländlich aufgewachsen ist, aber die auch auf ihre Heimat sehr stolz ist. Und dann haben wir Lana, die in allen Punkten das Gegenteil ist. Lana ist laut, bunt, teuer gekleidet, hat Affären mit irgendwelchen Schauspielern, hat aber auch bereits eine Karriere hinter sich, sowohl in der Pornografie als auch in kleineren Nebenrollen. Und wir haben jetzt diese zwei Figuren, die sich gegenüberstehen und die erstmal aufeinander wirken und auf den Zuschauer natürlich auch wirken. Und wir fragen uns immer, okay, was ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt? Haare auf der Seife? Jemand ist laut sozusagen und stört den anderen. Und es wird so ein interessantes Netz aus sozialen Verbindungen geknüpft, die einfach im normalen Leben ablaufen. Sozusagen der WG-Kühlschrank wird nicht sauber gemacht von der einen Person oder einer isst Sachen des anderen. Und es werden diese ganzen Themen abgearbeitet und immer weiter staut sich die Spannung, weil man fragt sich mal, wann kommt der Part, wo der Film kippt, wo jetzt dieses, wenn man das Cover oder das Thumbnail sieht, wo dieser Kampf zwischen den Frauen ausbricht. Und ab diesem Moment passiert nämlich genau das, der Film verlässt seine etwas beobachtende Perspektive dieses Zusammenlebens und geht jetzt wirklich in den direkten Kampf. Und man hat bestimmt 20, 25 Minuten nur ganz verschiedenste Arten der Konfrontation. Also wirklich, dann drückt Lana Nozomi mit dem Kopf in die Badewanne und hält ein Kabel rein, um sie mit dem Strom zu foltern. Und dann greift Nozomi Lana mit anderen Waffen an. Man erlebt das immer mit. Und das finde ich so interessant am Film. Man ist meiner Meinung nach auf keiner Seite. Ich konnte mich mit keiner der Figuren identifizieren. Jetzt könnte man sagen, liegt es am Geschlecht auch vielleicht. Aber also mein größtes Problem war wirklich, die haben halt beide sehr viele negative Eigenschaften. Und man sitzt dort nicht und hofft, weiß nicht, wie beim Indiana Jones, dass der Held gewinnt. Sondern man sitzt dort und sieht, wie diese zwei Frauen, die man beide okay findet, ich würde halt sozusagen keiner den Sieg gönnen.
Das macht sehr spannend, weil man die ganze Zeit dort sitzt und den Kampf sieht und nie weiß, okay, gewinnt einer die Überhand, wird es jetzt enden? Und man versteht immer mehr Gründe, warum die beiden Frauen danach streben. Ich finde es ganz interessant. Hier einmal Spoiler. Nozomi möchte praktisch gesehen die Anerkennung ihrer Familie. Sie möchte der Star im Mittelpunkt sein. Sie möchte bei der Zauberer von Ost, das ist ein Kinderbild, was jetzt, möchte sie natürlich Dorothy sein und nicht der Metallmann oder der Löwe. Jemand, der hinter einer Maske steht, der zurücksteckt, der weiter hinten ist in der, also weiter unten ist in der Rangordnung. Sie möchte halt der Star sein. Und Lana, bei der geht es vor allen Dingen um Vergangenheitsbewältigung. Die möchte ihre pornografische Karriere abschütteln, die möchte ihre Zeit als Nebendarstellerin verlassen, die möchte jetzt ein Star werden, ein großer sozusagen Hollywood-Star. Und es sind natürlich beides interessante Gründe für sowas. Aber es macht keinen sonderlich, man kann sich nicht für jemanden entscheiden. Das fand ich am Film sehr interessant, weil man immer denkt, wer gewinnt die Oberhand? Wer schafft es, den anderen auszutricksen oder ja, zu töten? Und der Film ist sehr, sehr grafisch an einigen Stellen. Es gibt wirklich ein, zwei Szenen, wo ich wirklich gezuckt habe. Der Film sagt, die Konfrontation ist die einzige Möglichkeit. Und dann kommt das Ende. Hier nochmal kurz Spoilerwarnung. Das Ende offenbart, nachdem sich die beiden Frauen gegenseitig getötet haben, beide hätten die Rolle bekommen. Sie würden nämlich das Drehbuch umschreiben und sie beide würden dann in der Hauptrolle agieren. Und das fand ich war so ein schönes, ironisches Ende, dass eigentlich dieser ganze Streit nie nötig gewesen war, aber sie beide zu stolz waren und viel zu aufgeregt wegen der Rolle in Yakuza-Weiber, um aufzuhören, sich gegenseitig anzustacheln. Ein Film, der sehr schön ein Thema behandelt, dass man ja, vielleicht Self-Fulfilling Prophecy, also dass einfach das, wenn es einmal abwärts geht, dann auch ganz. Ein sehr spannender Film. So, wenn man jetzt nochmal auf technische Details des Films eingeht, der Soundtrack ist mir jetzt nicht sonderlich stark im Gedächtnis geblieben. Das Einzige, was er immer wieder aufzeigt, ist, die Musik kontrastiert die beiden Figuren, während Lana, also die wilde, eher laute Punkmusik oder Heavy Metal in ihrem Zimmer hört, spielt natürlich Nozomi eher am Klavier, was Feingeistiges. Und das, diese Dichotomie wird den ganzen Film über durchgezogen. Man vergisst nie, dass sie wirklich ein exaktes Zerrbild voneinander sind, die beide aber dasselbe Ziel haben. Und das wird durch die Kamera immer wieder betont. Man muss hier ganz besonders die Kameraarbeit und das Editing loben. Der Film ist darauf fokussiert, die Figuren immer zu separieren. Lana sitzt ganz oft zum Beispiel auf der einen Seite des Bildes. Wenn dann ein Schnitt kommt, dann muss Nozomi auf der anderen Seite sitzen. Jemand steht, jemand liegt. Es geht in dem Film eigentlich nur um Macht. Es geht nicht um wer die Rolle am Ende kriegt, sondern das ist ein Film um Machtverhältnisse, um vielleicht auch ein Machtdispositiv. Also dieser Kreis von Macht, der von äußeren Faktoren und inneren Faktoren bedingt ist, den man nicht unbedingt verlassen kann. Und dieses Machtdispositiv in der Wohnung wird durch Nozomi und Lana bedingt, die natürlich die zwei großen Faktoren sind. Und dann gibt es äußere Faktoren, die auf das Machtverhältnis einwirken. Zum Beispiel die Liebesbeziehung, die sich vielleicht für Nozomi abbildet. Oder die Rolle. Und diese ganzen äußeren Faktoren verändern immer, wer von den beiden gerade der Hausherr sozusagen, oder von mir ist die Hausdame ist, wer dominiert und wer unterliegt. Weil es geht nicht darum, dass jemand einfach direkt getötet wird, sondern es geht auch darum, dass zum Beispiel Nozomi kommt einmal mit einem Feuerlöscher an und man erwartet nun in schönster irreversibler Manier, oh Gott, gleich gibt es einen auf den Kopf. Nein, sie sprüht sie einfach komplett voll damit. Und genau dieser Aspekt, es geht immer darum, dass einer den anderen bändigt.
und ihn unterwirft. Es geht wirklich um die Unterwerfung in diesem Machtgefüge, dass einer halt aufsteigt, was aber am Ende nicht passiert. Beide verlieren, weil sie ja viel mehr von äußeren Faktoren abhängig sind, die sie ja auch erst in diesen Konflikt gebracht haben. Ein super interessanter Film, ein ganz toller Film. Ich würde den Titel mal auf YouTube oder auf anderen Plattformen eingeben. Vielleicht kann man ihn da ja sehen. Was weiß ich. Habt ihr den gesehen? Wenn ja, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.